Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, ich bin jetzt wieder da, würde ich sagen, weil ich habe ja schon ein Video gemacht, dass Kid Leroy ja heute Morgen reinkommt und jetzt ist er eben drin. Wir schauen uns das Ganze mal an, aber nicht nur Kid Leroy, sondern auch generell den Shop. Das Bundle mit beiden Skins ist gar nicht mal so teuer, 2,4. Geht fit für zwei Skins. Gab es schon teure Bundle, aber es sind glaube ich auch beide 1,5, okay, 2000, ihr seht. 1,5 und 2000. Also, schauen wir uns das Ganze mal an. Also, am besten gefällt er mir hier ja mit allem an. Oder, lass mal schauen. Also, mit Brille auf jeden Fall. Ohne Brille kann man den, glaube ich, nicht spielen. Mit Brille auf jeden Fall. Ja. Ich würde sagen, nur mit Brille. Nur mit Brille und so. Finde ich nice. Sonst ganz okay. Schauen wir uns mal den zweiten an. Der hat hier auch zwei Stile. Ja, ich weiß nicht. Mir gefallen die Skins irgendwie jetzt nicht so besonders. Das wird sich direkt geholt, weil das ist wirklich, wirklich nice, dieses Emote, auch mit der Musik und so. Aber es ist das Stay-Emote nicht reingekommen, leider. Und das finde ich schon etwas schade. Dann haben wir hier die Musik, die kann ich gerade nicht abspielen, da muss ich kurz in meine Settings gehen. Musik. Ja, also wenn ich es einmal einschalte. Das heißt, es gibt ungespeicherte Änderungen. Nicht speichern. Ich wollte nur die Musik ändern. So. Aber es ist halt auch ein Ladebildschirm dabei. Und der Ladebildschirm ist schon nice. Wenn man so zwischendurch mal die Musik hören will, schon nice. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze Copyright ist. Deswegen muss ich das Ganze wieder ausmachen. Ich werde das Ganze dann im Laufe des Tages natürlich wieder anmachen. Aber jetzt muss ich es mal ausmachen, weil nicht, dass ich da eine Urheberrechtsbeschwerde habe, nur wegen einer Musik, die im Hintergrund gelaufen ist. Ja, sonst ganze Emote-Sachen wieder zurück. Vielleicht irgendein seltenes Emote dabei. Sehe ich jetzt auf den ersten Blick nichts Seltenes. Und dann Bandtanz ist wieder zurück. Wie eine Statue. Okay, die ganzen Leuchtskins sind wieder drinnen. Und sonst nichts. Es soll angeblich auch etwas... Ah, der Skin. Der Skin hier. Genau der. Der ist 900 Tage nicht im Shop gewesen. Der Skin hier, der ist ultra, ultra selten. Also so kann man den nicht spielen, wenn ich ehrlich bin. Nur so ist der nice. Und da gibt es halt dann zwei Stile. Was ändert sich da? Schimmer an, Schimmer aus. Okay. Ja, also ist ein nicer Skin. Finde ich nicht bad. Dann haben wir hier auch Wolfskäppchen zurück. Da habe ich ja die Pickaxe. Die Pickaxe ist nicht zurückgekommen. Und Winkelhacke war mal selten. Sonst haben wir eigentlich nichts krass Besonderes. Unterdrücker ist wieder zurück. Aura-Paket. Warte, ich bekomme hier einen Skin, eine Spitzhacke und ein Backwing um 600 V-Bucks. Wird sich geholt. Heftig. Und komm! Wir holen uns das jetzt. Also ich finde die Skins nicht so nice, Leute, aber wenn das Ganze selten wird, ich weiß, ja, es, ich weiß, dies, also ich fühle die Skins persönlich jetzt nicht so. Soll jetzt keine Beleidigung an Kid Leroy sein, dass er nicht nice aussieht, aber ich finde halt einfach die Skins nicht so nice design. Aber ja, den werde ich auf jeden Fall oft spielen, so mit Brille und so. Der gefällt mir irgendwie nicht, weiß nicht. Also wenn schon, warte, ich sage euch hier auch noch mein Favorite, den auf keinen Fall, den könnte ich mir vorstellen.
Und den hier. Den hier oder den hier, wenn ich den spielen würde. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Es dauert eh schon wieder viel zu lang für ein Shop-Video auf jeden Fall. Ihr seht, sehr, sehr nice Sachen hier jetzt zurückgekommen. Hier auch ein sehr, sehr seltener Skin zurückgekommen. Hätte ich niemals damit gerechnet. Also, cool. Nicer Shop, würde ich sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein, euer Recon Chill. Ciao, ciao.